Weltkatastrophe, mein Tagebuch im Jahre 2032 nach Christus von Seltsam Kenzi Otter de Seltsam Kenzi Video. Heute ist der 1. Januar des Jahres 2032 nach Christus und die Welt hat noch gestern ein fröhliches Silvester am 31. Dezember 2031 gefeiert, mit der üblichen frohen Botschaft, es soll alles besser werden. Aber das wird es nicht. Ich glaube, dass nunmehr, ab heute im Jahre 2032 nach Christus sich das Schicksal dieser Welt entscheiden wird, und ich schließe nicht aus, dass wir eine Katastrophe bekommen, die etwa so sein wird, wie vor 1900 Jahren ist die Welt schon einmal in ähnlicher Form erlebt hat, indem etwa 35% der Menschheit durch die sogenannte schwarze Seuche ausgerottet worden war. Und Sie können sicher sein, das wird wieder passieren, und wenn ich vielleicht in 10 oder 20 Jahren wieder mal einen Eintrag in mein Tagebuch mache, also etwa im Jahre 2045 nach Christus, dann frage ich mich, wie viele Menschen von dieser Menschheit überhaupt noch übrig geblieben sind. In den Jahren 0 nach Christus bis etwa 2000 nach Christus, also noch bis vor 32 Jahren, hat sich die Menschheit quasi gegenseitig durch Kriege und Kampfhandlungen eliminiert, aber heute ist das nun völlig anders. Die Technik ist es, die die Menschheit nach der Apokalypse vor etwa 4000 Jahren bei ihrem Neuanfang erfunden hat. Und nun ist man schon wieder so weit, dass man sich mit der eigenen entwickelten Technik ausgerottet wird. Es hat sich ja schon in den letzten 5 Jahren gezeigt, als ich meine die Jahre 2026 bis 2031 nach Christus, dass es enorm viele Tote gegeben hat, deren Tod selbst von der Wissenschaft nicht richtig erklärt werden konnte. Und allein im letzten Jahr, als in den letzten 12 Monaten, hat die Anzahl der genetischen Toten enorm zugenommen, allein in Europa von 16.000 auf 48.000 Menschen. Und das wird sich nunmehr in den nächsten Jahren erheblich progressieren, weil fast die Hälfte der Menschheit auf dieser Welt bereits die defekten Gene in sich trägt. Meine Erklärung, und als einer der Sonnengötter, der schon auf diesem Planeten seit mehr als 24.000 Jahren lebt, müsste ich es eigentlich wissen, aber meine Erklärung ist der Mais. Der Mais, der vor 4000 Jahren von den Mayas in Mexiko, das Wort Maya bedeutet ja Mais, ist in den letzten 40 Jahren eigentlich nur von einem einzigen amerikanischen Lebensmittelkonzernen genetisch so verändert worden, dass er nunmehr auch bei den Menschen genetische Veränderungen zur Folge hat. Ich habe schon vor 15 Jahren, also im Jahre 2016 nach Christus davor gewarnt, diesen genetisch veränderten Mais an Kühe zu verfüttern, weil sich dabei ebenfalls genetische Veränderungen bei Kühen zeigen wird. Damals vor 15 Jahren, als im Jahre 2016 nach Christus, ist man in den Vereinigten Staaten und auch in Europa generell dazu übergegangen, die Kühe nicht mehr auf der Weide weiden zu lassen, sondern ihnen als Futter genmanipulierten Mais zu geben, weil sie dadurch wesentlich schneller wachsen und auch wesentlich gewichtiger werden und somit wesentlich mehr Fleisch abgeben. Kühe sind aber keine Maisfresser, sondern pflanzenfressende Tiere, aber der Hunger hat sie eben dazu gezwungen, ab dem Jahre 2016 Maisfresser zu werden. Aber genetisch manipulierter Mais befindet sich ja bereits seit dem Jahre 2010, also sei schon seit über 26 Jahren, in sämtlichen Lebensmitteln, sogar in Getränken, das wusste das Volk bisher eben noch nicht. Und sehen Sie nur die Probleme, die bei der maisfressenden Versorgung von Kühen entstanden sind. In den USA und in den europäischen Staaten weiß man schon nicht mehr wohin mit dieser Unmenge von Kuhscheiße, weil die Kühe nach der Einnahme von den manipulierter Maisfutter wesentlich mehr, fast das Dreifache, wieder herausscheißen und man weiß schon nicht mehr wohin mit dieser ganzen Scheiße. Genauso ist es zwischenzeitlich bei den Schweinen, Schweine sind keine Maisfresser, werden aber zwischenzeitlich ebenfalls mit Kunstmais gefüttert. Und auch mit der Scheiße von den Schweinen weiß man in den USA und in Europa schon nicht mehr wohin.
Schauen Sie doch nur nach Deutschland in das dortige Nordfriesland, eine völlig flache Ebene, aber man hat dort eben in der Nähe von Leer in Ostfriesland einen etwa 200 Meter hohen Berg, der auch als Freizeitberg und Kletterberg benutzt wird, aber der Berg besteht in Wahrheit nur aus Kuhscheiße und aus Schweinescheiße, weil man dorthin in dieses sogenannte Enteignungsfragen inzwischen die gesamte Scheiße von Kühen und Schweinen aus Westeuropa hinspielschaft und inzwischen ein Berg aufgehäuft hat. Dass dieser Berg chemisch mit künstlichen Extrakten gehärtet ist, ändert gar nichts, dieser Berg in Nordfriesland besteht in Wahrheit nur aus Scheiße von Kühen und Schweinen. Und wie ist es zu dieser Katastrophe, die der Welt ab heute bevorsteht, gekommen? Noch vor 20 Jahren hat man sich zumindest in Europa durch Demonstranten gegen den genetisch manipulierten Mais gewehrt, aber es hat nichts genützt. Damals ist einige Jahre später ein sogenanntes TTIP-Abkommen geschlossen worden, was die freie Entwicklung von Pflanzenprodukten gefördert hatte. Zwei US-amerikanische Konzerne, der eine Weltkonzern regiert quasi 90% der gesamten Fleischproduktion in den USA und zwischenzeitlich auch in Europa, und der andere US-amerikanische Konzern regiert zwischenzeitlich 97% der gesamten bäuerlichen Pflanzenproduktion in den USA und in Europa. Man kann es nur absurd bezeichnen, dass zwei Konzerne aus den USA den gesamten Weltmarkt von Lebensmitteln auf dieser Welt regiert, und diese beiden Konzerne machen natürlich, was sie wollen. Es hat noch bis zum Jahre 2017 nach Christus in den USA Farmer und bäuerliche Betriebe gegeben, die sich geweigert haben, diese gemanipulierten Futtermittel und auch diese gemanipulierten Pflanzen zu verwenden, aber diese wenigen einzelnen Bauern sind alle mit Prozessen überzogen worden und haben inzwischen aufgegeben. Der Wissenschaft sind eben keine Grenzen gesetzt, und unter der Flagge der Effizienz und des Schädlingsschutzes hat man nunmehr im Jahre 2018 nach Christus angefangen, den Mais genetisch so zu verändern, dass er selbst bei denen, die ihn fressen, also zum Beispiel den Futtermittel bei den Tieren, erhebliche genetische Veränderungen verursacht, und da diese Tiere ja anschließend alle geschlachtet und in den Magen der Bevölkerung landen, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich genetische Veränderungen auch an den Menschen zeigen wird. Und nunmehr, heute im Jahre 2032 nach Christus ist der Tag X da, und die Eliminierung der Weltbevölkerung hat durch diesen technischen Eingriff begonnen. Ich will es erklären, durch diese den manipulierten Lebensmitteln verändert sich bei den Menschen das Gen dahingehend, als dass das Gen Dystrophin 2,5 Millionen Basenpaare hat, 3685 Aminsäuren, 11.055 kodierte Basenpaare und der Anteil 0,44% ist. Durch die Einnahme von manipulierten Lebensmitteln, die heute im Jahre 3032 nach Christus bereits zu 99% ebenfalls aus genmanipulierten Pflanzen bestehen, verändern sich diese Daten gerade hier ganz besonders. Die Basenpaare reduzieren sich ganz entscheidend, was natürlich Einfluss auf den menschlichen Körper und auch Einfluss auf die genetische Produktion im Menschen hat, und die Folge ist, dass die Zellteilung, die eher von der Genetik gesteuert wird, nicht mehr ordnungsgemäß erfolgen kann. Die Folgen können Sie tagtäglich auf der Straße sehen, wir haben in den USA und in Deutschland inzwischen 70% völlig übergewichtige Menschen, die eigentlich ganz normal ihre Nahrung zunehmen und nicht übergemäß fressen, aber trotzdem alle bis zu 130 Kilo wiegen. Und schauen Sie nochmal auf die Geburten von Kindern, früher in den Jahren bis zur 2017 nach Christus, wog ein neugeborenes Kind durchschnittlich 8 Pfund, heute, 15 Jahre später, wegen Babys schon bei der Geburt 12 Kilo. Es ist eigentlich ein Wunder, dass der Gebärzeitraum immer noch 9 Monate beträgt, aber das dürfte sich in Kürze, und ich sage in Kürze spätestens innerhalb der nächsten 2 Jahre, dramatisch ändern, weil durch die genetische Veränderung in der menschlichen Körper, der durch die Einnahme von fast nur noch genetisch veränderten Lebensmitteln überschwemmt wird, es genauso sein wird, wie bei den Kühen, die nur noch den manipulierten Mais fressen müssen und dadurch wesentlich schneller wachsen und auch fetter und schwerer werden. Und das wird ein ganz großes Problem für die Frauen dieser Welt,
die heute schon 12 Kilo schwere Babys in ihrem Bauch tragen müssen, und ich schließe nicht aus, dass wir im Jahre 2062 nach Christus, also heute in 30 Jahren, dass diese Frauen dann 15 bis 20 Kilo schwere Babys in ihrem Bauch heranwachsen lassen müssen. Und sie sehen es auch bereits heute, bereits seit 7 Jahren, also seit dem Jahre 2025 nach Christus, haben die Zwillingsgeburten und auch die Drillingsgeburten erheblich zugenommen. Von 100 Geburten auf der Welt sind inzwischen 24 Geburten Zwillings- oder Zwillingsgeburten. Und wo soll das hinführen? Wir haben heute im Jahre 2032 nach Christus bereits 8,1 Milliarden Menschen auf der Welt. Und wenn man dies hochrechnet auf das Jahr 2062 nach Christus, also nur für die nächsten 30 Jahre, unter Berücksichtigung des schnellen Wachstums durch die Genmanipulationen, dann werden wir in 30 Jahren, als im Jahre 2062 nach Christus auf der Welt etwa 16 Milliarden Menschen haben. Natürlich ist es kein Problem, diese 16 Millionen Menschen im Jahre 2062 nach Christus zu ernähren, da es ja überhaupt kein Problem ist, Lebensmittel künstlich zu erzeugen. Ich möchte Ihnen da nur ein Beispiel sagen: Noch vor 17 Jahren, also im Jahre 2015 nach Christus, wurden in der größten Schlachtanlage der USA täglich 300.000 Schweine und 180.000 Kühe geschlachtet, um den Fleischmarkt in den USA und teilweise in Europa zu versorgen. Heute, 17 Jahre später, werden in den USA in der einzig und alleinigen Schlachter täglich 750.000 Schweine und 350.000 Kühe geschlachtet und zu Fleisch verarbeitet. Sie können sich also vorstellen, wie viel Gülle, also diese Scheiße, diese 1,1 Millionen Tiere, die täglich für den Weltmarkt geschlachtet werden, erzeugen. Obwohl es in den USA immer noch sehr große unbesiegte Flächen gibt, weiß man in den USA schon nicht mehr, wohin mit dieser vielen Gülle und dieser vielen Kuh- und Schweinescheiße. Die Verbrennungsanlage, die man neben der Schlachterei gebaut hat, kann auch nur einen Teil dieser Unmengen von Gülle vernichten. Und da verwundert es auch nicht, dass da ein reger Markt von Gülle-Scheiße entstanden ist. Diese Unmengen von Gülle-Scheiße werden nach Afrika importiert, und der afrikanische Kontinent ertrinkt buchstäblich in dieser Scheiße. So etwas hat es früher schon einmal gegeben, etwa im Jahre 2000, also vor 32 Jahren, da hat Europa seinen Schrott nach Afrika abgeladen, und dort ist alles verslammt. Heute nennt sich das eben nicht mehr Schrottexport, sondern Gülle. Scheiße Export. Und es gibt auch keinen Zweifel, dass einige afrikanische Regierungen so korrupt sind, sich haben mit viel Geld bestechen lassen, und deshalb die Scheiße aus den USA auch aufnehmen. Aber was soll's, die Menschheit vernichtet sich hier ja inzwischen selbst. Es hat vor 1900 Jahren fast 200 Jahre gedauert, bis sich die Welt wieder von dieser schwarzen Pestkatastrophe erholt hatte, bei der die Menschheit ebenfalls fast hätte vernichtet werden können. Heute ist das anders, die Menschen sind heute genetisch verändert, und das hat enorme Folgen. Der Mensch ist eben nur ein Mensch, und so wie er bis vor 20 Jahren erbaut und gelebt hat, so hat er schon seit Tausenden von Jahren überlebt. Aber nunmehr sind ganz entscheidende genetische Veränderungen innerhalb der Menschheit entstanden, und man kann nur noch mit Erstaunen abwarten, wie lange es dauert, bis es die Menschheit nicht mehr gibt.